Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Bus Simulator 21 im Nextop Update und es geht weiter mit dem Schulbus DLC. Wir sind in der letzten Folge schon mal unsere eigens kreierte Route wieder gefahren. Läuft meine Klimaanlage immer noch? Ich höre sie nicht. Ich habe sie nämlich gerade ausgeschaltet, aber es kommt immer noch ein bisschen kühl. Keine Ahnung, vielleicht läuft sie noch. Jetzt läuft sie nicht mehr, okay. So, liebe Freunde, wir haben in der letzten Folge unsere erste Schulbuslinie erstellt. Das ist die hier. Wir bringen mittlerweile 25 Kinder hier zur Schule, haben eine halbwegs gute Beziehung, aber die Beziehung wollen wir natürlich verbessern, bis wir irgendwann mal ein Sternchen in den Augen haben. Das ist unser Ziel, da wollen wir hin und wir sind gerade erstmal irgendwo bei der Hälfte. Und unsere nächste Mission heißt auch, verbessere die Beziehung zur Greenwood High School auf mindestens... Und das wollen wir machen in dieser Runde gleich mal mit einem zweiten Schulbus. Das heißt, wir werden erstmal eine weitere Schulbuslinie erstellen. Was ist das da? Einige Haltestellen auf deiner Route sind jetzt Teil einer anderen Schulroute und können nicht mehr zu dieser Route hinzugefügt werden. Die betroffenen Haltestellen werden automatisch aus deiner Routenführung entfernt. Na toll. Das heißt also, wir können unser Vorhaben schon mal nicht so umsetzen, wie ich das gedacht habe. Dass wir sagen, wir nehmen eben ein paar Haltestellen mit, ein paar lassen wir aus. Das geht schon mal nicht, da müssen wir unsere Route nämlich ein bisschen ändern. Oder wir fahren mit der Route einfach mal ein bisschen querfeldein. Das können wir auch mal machen. Lassen wir die Route mal bestehen und fahren mit der vielleicht einfach mal querfeldein. Wir fangen hier an bei der Second Street. Achso, wir fangen hier an natürlich, das ist natürlich klar. Hallo? Geht das nicht? Ach, kann gar keine neue Route erstellen. Brauche ich erstmal einen neuen Bus oder wie? Okay, warte mal. Wir gehen mal ganz kurz zum Bus-Dealership. Der ist eh da drüben. Ist nicht unbedingt weit weg, das Ding. Vielleicht brauchen wir erstmal einen zweiten Bus. Einen neuen. Kann natürlich auch sein. So. Ich werde die mal nach... Ne, Bluebird ist eh da vorne. Nach Bluebird sortieren. Den Vision hätten wir. Dann nehmen wir mal den All-American FE. So. Das ist nämlich auch einer von den neuen. Der keine Schnauze vorne hat. Der abgeschrägt vorne ist. Ja, der sieht fast sogar schon ein bisschen freundlicher aus da drin. Mit den bläulichen Sitzen. Cool, cool, cool. Auch hinten ein Doppelsitz. Nice, nice, nice. Aber natürlich auch hier keine Werbung, kein sonst irgendwas. Stinknormaler Schulbus. Okay. Haben wir uns mal hinter Steuer. Natürlich wie immer erstmal den Sitz anpassen. Das ist ganz klar. Zurück und nach hinten. Und dann fahren wir mal los. Achso, hoppla. Die Tür sollten wir zumachen vielleicht erstmal. Die Steuerung an sich wird ja gleich sein. Hat der auch so ein Ding vorne? Natürlich hat er schon so eine Stange. So, dann schauen wir mal, dass wir hier irgendwie hier rauskommen. 170.000. Das haben wir gerade noch auf der Kasse. So, und dann haben wir ja einen zweiten Schulbus. Und jetzt können wir theoretisch eine zweite Linie erstellen, oder nicht? Ah, ja. Nice. So. So, passt, passt. Dann holen wir uns die Haltestelle da drüben. Wobei wir theoretisch... Ne, wir fangen hier an. Da ist das Depot, wir fangen hier an, holen uns die Haltestelle, dann holen wir uns die Haltestelle hier. Dann nehmen wir die da mit. Dann nehmen wir die da mit. Was haben wir? 22 mittlerweile schon. Uiuiuiui. Na, dann geht das ja nicht mehr so, wie ich das vorhatte. Hoppla. Ich wollte nämlich eigentlich noch die hier mitnehmen und die hier mitnehmen und die da unten auch noch mitnehmen. Hm. Achso, 22, wenn wir die hier mitnehmen. Na, das ist natürlich dann wieder was anderes. Und dann nehmen wir die hier oder die hier noch mit. Wir nehmen die hier mit, dann haben wir auch 25. Und dann werden wir noch eine Route erstellen. Kommen wir von hier eigentlich nach hier? Das wird eine spannende Frage sein. Warte mal ganz kurz. Ich teste das jetzt einfach mal, damit wir das für später schon mal Bescheid wissen. Route 6, Route 7. Okay, dann müssen wir also quasi einmal mit der Kirche ums Kreuz fahren. Oder wir nehmen vielleicht einfach die hier mit.
und fahren dann direkt zurück zur Schule. Das wäre dann natürlich auch eine Idee. Und dann nehmen wir mit der anderen Linie den Rest mit. Nämlich die hier, die hier, die hier, die hier. Einmal da oben im Kreis herum. Dann halten wir hier. Hier und hier. Wie viele wären denn das überhaupt? 2, 5, 8, 12, 15, 18, 22. Na, das passt ja perfekt. Dann hätten wir nämlich jede Route mal bedient. Zack. Und wenn wir können, jetzt ist die Frage, ob wir können, kann man noch eine neue Route erstellen? Ja, geht sogar. Cool. Okay, dann machen wir das hier, das hier, das hier, das hier. Das hier. Ne, vielleicht das hier zuerst mal und dann das hier. Oder doch das hier. Und dann das hier. Kommt eigentlich auf selbe. Ne, komm, dann fahren wir zuerst hier hin und dann hier hin. Und dann hier hin und dann hier hin. Ach, haben wir auch 25. Habe ich die da oben wohl vergessen. Aber dann haben wir jede Haltestelle mitgenommen, die wir hier im Einzugsgebiet haben. Ich wüsste nicht, dass wir eine vergessen hätten. Wir können ja nochmal ganz kurz gucken. Neue Route erstellen. Passt. Ah, die zwei auf Gold Island haben wir vergessen. Die zwei. Da kommt keiner hin. Na gut, theoretisch könnte man Gold Island Shuttle machen. Weil ganz ehrlich, da drüben ist sonst niemand. Da könnte man theoretisch einen Gold Island Shuttle machen und die zwei einfach darüber bringen. Oder wir lassen die beiden einfach mal dort. Kommt halt von Gold Island niemand auf die Schule hier. Ganz ehrlich, da wohnt ja... Wohnt überhaupt mehr? Naja, ein paar werden dort wohnen. Aber das könnte man theoretisch mit dem Gold Island Shuttle machen. Aber wir haben zumindest mal hier Millbrook, Baytree, Copperpot, Greenwood hätten wir alles verbunden mit der Schule. Drei Schulbuslinien gibt's. Und alle münden hier. Na perfekt. Das heißt aber, wir brauchen noch einen weiteren Bus. Nehmen wir den hier. Wir nehmen den hier. Komm mit der Schnauze nochmal vorne. Einmal übernehmen. Und dann möchte ich natürlich überall mal diese Arnold Park Werbung draufklatschen, damit die eben auch eine Werbung haben. Auch wenn uns das Ganze Einnahmen bringt. Moin! Ach, guck mal! Ach, den kennen wir ja noch! Den kennen wir noch! Wie habe ich dich damals genannt? Liam oder Toddy? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube Liam. Grüß dich, servus, du warst beim letzten Mal auch dabei, als wir hier gespielt haben. Liam! Ja, Liam habe ich dich genannt. Na hallo, herzlich willkommen! Bei jedem Update hier, super wieder live dabei. Freut mich. Sehr cool. Dankeschön. So, wo waren wir? Wir wollten den Bus wechseln. Na, das finde ich ja nett. Na, guck mal, wie schön. Hätte ich jetzt gar nicht mit damit gerechnet. Cool. Den hier wollten wir noch. Jetzt weiß ich wenigstens, mein Tablet funktioniert. Ich habe jetzt nämlich hier den Chat auf meinem Tablet, damit ich nicht immer hier rüber gucken muss, sondern einfach nur hier auf dem Bildschirm, bisschen runter und dann habe ich hier meinen Chat. Sehr schön. Dankeschön. Dankeschön, Liam. Ich habe mein Tablet wirklich jetzt auf Vordermann gebracht. Hab schon ein paar Mal hier aufgestellt gehabt, aber irgendwie hat es nie so richtig funktioniert. Bis jetzt. Jetzt haut's hin. So, dann wollen wir den ganzen Bus nochmal hier mit einer Werbung beklatschen. So. Okay, und dann müssen wir das noch einsetzen. Auf Route 2. Einmal der Morgenbus. Der All-American. Und einmal der Nachmittagsbus. Der All-American. So, und auf Route 3 genau dasselbe. Einmal der Morgenbus, der Bluebird. Einmal der Nachmittagsbus, der Bluebird. Wir mal gucken, wie das DLC bei euch läuft. Deswegen mal eingeschaltet. Ja, es ist... Ich bin ganz zufrieden. Also wir haben noch nicht jetzt wirklich viel gesehen. Wir sind gerade in der ersten Mission, denke ich. Haben hier unten in Greenwood... warum ruckelt es jetzt schon wieder so? Hallo? Oh je, Mini. Ich weiß nicht, was da los ist. Irgendwie... Ich glaube, da kommt demnächst noch ein Hotfix. Komischerweise, wenn man hier beim Depot rumsteht, fängt das Spiel manchmal an zu ruckeln. Bis es dann das erste Mal speichert, dann geht's wieder. So, jetzt funktioniert es nämlich auch wieder. Wir haben noch nicht wirklich viel gesehen vom Spiel. Wir haben gerade mal die erste Mission am Laufen, sind mal eine kurze Einführungsroute gefahren, haben jetzt hier erstmal diese Route erstellt, die rote, jetzt die zwei anderen. Und jetzt müssen wir unsere Beziehung verbessern zur Greenwood High School. Das ist gerade unser Ziel. Und das machen wir jetzt auch gleich. Das machen wir jetzt auch gleich. 76 von 80, nur die zwei Haltestellen da drüben, nämlich einerseits North Harbor Way und andererseits da drüben die Old Silo. Das sind die zwei Haltestellen, die wir noch nicht bedient haben. Da könnten wir theoretisch dann, wenn wir wirklich alle Haltestellen bedienen müssen, einen Gold Island Shuttle machen. Weil ganz ehrlich,
Ich glaube, das bringt nix. Island Inn? Sind da auch Schulkinder? Nee. Ich glaube, das bringt... Doch, das sind Schulkinder, aber die wollen zu einer anderen Schule. Die wollen wahrscheinlich da oben hin. Wobei die hier auch irgendwie... Ja, die gehen hier und hier in die Schule. Und die hier gehen auch da oben in die Schule. Na, das ist ja interessant. Cool. Na gut, aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Schule hier. Und wir haben gesagt, hier... Eine Schnellreise wollen wir machen. Und dort auf unseren Bus warten. Dort wollen wir nämlich loslegen mit unserer nächsten Schulbuslinie. Die Frage ist jetzt nur, ist das hier tatsächlich auf den Schulbus warten? Und da warten wir lange. Wir warten sehr, sehr, sehr lange und sind mittlerweile am Nachmittag unterwegs. Das heißt, die Schüler sitzen schon drin. Oh, hallo Chef. Willst du die Fahrkarten kontrollieren? Nein, ich will fahren. Das heißt, die Schüler sitzen schon drin, wobei jetzt nicht mehr viel los ist hier. Es ist gar niemand mehr da in unserem Bus. Ah doch, der Bus ist die Busfahrerin. Neu, richtig? Die Busfahrerin ist noch hier. Ist ja nicht so viel. Drücke N, um die Route zu übernehmen. Na, die habe ich ja schon übernommen gerade. Okay, irgendwie scheint das noch nicht so ganz hinzuhauen. Wo muss ich denn jetzt lang? Ein guter Arbeitgeber. Links oder rechts? Second Street? Achso, wir sind ja auf der falschen Seite. Wir müssen ja hier lang. Ich orientiere mich jetzt mal an der Karte da unten. Ich glaube, das scheint doch nicht so funktionieren, noch nicht so ganz zu funktionieren, die Schulkinder am Abend noch wieder nach Hause zu bringen. Guck mal, wir sollten nämlich vor 10 Minuten an der Second Street sein. Ich habe das Gefühl, das ist nicht ganz so richtig. Warte mal, Freunde. Ich glaube, wir werden das Ganze doch lieber anders lösen. Ein Marienkäfer auf meinem die Second Street ist die erste Haltestelle, die wir anfahren. Ich glaube, wir werden doch lieber in der Früh dahin. Nämlich zur Schule. In 1439 Minuten kommt da schon der nächste Bus. Ist ja gleich. Da warten wir erstmal. Da sind... Ach, es ist schon wieder Nachmittag. Ach, du kommst mit. Oder... Guck mal. Wir sollten vor 9 Minuten hier sein. Das kann da gar nicht funktionieren. Irgendwie scheint da was nicht so ganz zu funktionieren mit der Nachmittagsroute. Andere Seite? Ja, ich weiß nicht, andere Seite. Weil wir sind ja... Ich bin ja hier. Ich weiß gar nicht, ob ich da drüben den Schulbus rufen kann. Könnte ich. Um 7.50 Uhr. Guck mal, um 7.50 Uhr. Ja, andere Seite. Sehr schön. Um 7.50 Uhr. In 1000 Minuten kommt der nächste Bus. Ich denke, in der Früh funktioniert das ein bisschen besser als am Abend. Beziehungsweise am Nachmittag. Hab das Gefühl, am Nachmittag haut das nicht so ganz hin. So, mal gucken, wo er jetzt ist. Da unten kommt er gerade aus dem Depot geschossen. Ich habe das Gefühl, am Abend haut das nicht so ganz hin. Dass wir die Schüler wirklich wieder nach Hause bringen können. Erstens ist keiner mehr drin. Ah, vielleicht liegt es auch daran, dass wir das am Abend auf der anderen Seite quasi aufrollen. Da fahren wir nicht hier zuerst hin, sondern wir fahren die Strecke zurück. Kann das vielleicht sein? Ist das vielleicht der Grund? Müssen wir da theoretisch die letzte Haltestelle vor der Schule aufsuchen? Oder generell die Schule aufsuchen? Das wird es wohl sein. Wir müssen die Schule aufsuchen. Ja, 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 ja. Okay, das probieren wir dann. Probieren wir dann bei der letzten Route. Das war, glaube ich, mein Fehler. Probieren wir bei der letzten Route. Ich glaube, 15 Uhr, wenn wir bei der Schule stehen, sind alle Schulbusse dort parat und die fahren dann eben die richtigen Linien an. Und dort können wir unsere Schüler nach Hause bringen. Wir sind nämlich bei der letzten Haltestelle gewesen und sind dann wieder ins Depot gefahren. Da kommt er schon, unser Schulbus. Guck mal. Na, Straße 13 sei schon. Nummer 13, tschüss. Wer braucht dich? Wir testen das. Wir testen das auf jeden Fall. Ich glaube, das war mein Fehler. Ich glaube, da war ich ein bisschen zu voreilig. Hallo! Na, wie fährt denn die hier hin? Das ist ja schrecklich. Hallo! Wie fährt die denn da hin? Hier, viel Spaß. Guck mal, wie die parkt. Hä? Abrechnen überspringen. Wie parkt denn die? Die ist, glaube ich, auch noch in der Schule, aber in der Fahrschule. Was macht die denn hier? Die steht da quer über die Fahrbahn. Das ist ja gemeingefährlich. Und das ist ein Schulbus. Aha.
Ich glaube, den Namen von der Fahrerin sollten wir uns notieren. Aha. Interessant. So, ui. Da gibt's wieder die mysteriöse Hecke. Ach du Scheiße. Die haben die Da ist wieder zurückgelaufen. Die haben die gefährliche Hecke von dort unten anscheinend gelöscht. Wie hieß das Gebiet da drüben? Lakeside View. Genau, da war die gefährliche Hecke nämlich und jetzt steht sie hier. Oh je, Mini. Oh je, Mini. Und dann nochmal. Na, herzlichen Glückwunsch. Perfekt für einen Schulbus. Wir machen Biologieunterricht. Die Sezierung des Menschen steht heute am Programm. Wenn sie vor dem Bus laufen, was passiert mit dem menschlichen Körper dann? Das werden wir herausfinden mit dieser Hecke. Irgendwann mal, früher oder später, ganz bestimmt. Also hoppla, ich muss ja gar nicht abbiegen. Was mache ich denn? Ich nehme den einfach mal die Vorfahrt. Bin ja der Schulbus. Oh, das ist ein gefährliches Pflaster hier mit der Hecke. Das ist ein sehr, sehr, sehr gefährliches Pflaster. Weiß nicht, warum es die Hecke jetzt hier auf einmal gibt. Da wird es früher oder später Tote geben. So. Das Gefühl, der hier ist ein bisschen lauter, der Bus, als der andere. Warum steht eigentlich immer, die Route ist belegt? Hab's doch schon übernommen. Gar nichts ist belegt. Lüge, dreiste Lüge. So. Na, da haben wir ja endlich mal unsere erste Haltestelle, Gott sei Dank. So, einmal den hier. Einmal nicht vergessen, wie ging das nochmal mit G? Ja. Und einmal die Kinderleine reinlassen. So. Ihr Kinderlein kommt. Hopp, hopp, hopp. Habe ich keine Zeit. Haben schon wieder eine Minute Verspätung. Na, super toll. Ah, also Fahrplan kann man auch hier nicht einhalten, auch wenn wir hier nur Kinder befördern, ohne Fahrkarten oder sonst irgendwas. Das ist genauso super wie bei den normalen Linien. Es geht nicht. So, weiter geht's. Komm, wir drücken jetzt mal ein bisschen auf die Tube hier. Sind ja nur Kinder hinten drin. Was soll da schon passieren? Alles easy. So, Schlagloch. Komm, die Kinder wird's freuen, wenn wir hier mit 60 drüber donnern. So. Passt. Bushaltestelle kann ausgebaut werden. Ja, das machen wir dann irgendwann mal später. Ich habe jetzt keine Zeit. Die Kinder müssen in die Schule. Es ist schon 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn. Ich hoffe, die Schule geht erst um 9:30 los. Weil ganz ehrlich, der Bus ist ja dann extrem dicht. Extrem dicht zu Schulbeginn. Wenn es um 8 Uhr losgeht und um 8 Uhr ist der Bus erst da. Wie sollen die Kinder denn so schnell in die Klasse kommen? Der muss irgendwie um 7.50 Uhr oder um 45 oder sowas schon dort sein. Das ist ja viel zu früh. Oh nein, ich habe ja late again, take the bus. Ja, aber der Bus kommt ja zu spät. Was ist das für eine blöde Werbung? Oh je, da hat hinten jemand nicht geübt. Na gut, wenn der Bus nicht ankommt, dann findet der Test nicht statt. Vielleicht hat der Bus ja irgendwie 7 Stunden Verspätung. Unglücklicherweise. Und dann ist die Schule aus. Tja, das ist aber blöd. So, einmal hier rum. Hoppla. Du hast eigentlich Wartepflicht. Ich nicht. Achso, hoppla. Das ist ja schon unsere Haltestelle hier. Hoi, hoi, hoi. Okay. Oh, hab das Ding vergessen. So, man sieht hier im Spiegel auch schön das Stoppschild. So, weiter geht's. Und wir sind schon auf gutem Wege zum Smiley. Freue ich mich drauf. Ich hoffe, wir erreichen das auch in dieser Route noch. Oh, hoppla, hier ist ja ein Vorranggebenschild. Scheiße, na gut, dass da keiner kam. Hoi, viel zu spät gesehen. So. Die nächsten sind hier. Ui, es ruckelt wieder. What is going on here? Kurz mal aussteigen, ich glaube, dann haben wir es wieder. Nee, doch nicht ganz. Doch, jetzt geht's wieder. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es ist meistens bei jedem Patch so, dass dann relativ zeitnah ein Hotfix erscheinen wird. Achso, habt ihr nicht eingeklappt, hoppla. Ich denke mal, es wird auch hier der Fall sein. Weil das mit den Rucklern und so, das kam mir bis jetzt noch nicht so wirklich oft vor.
Hin und wieder hat's mal geruckelt, aber dass das wirklich zum Stocken anfängt, eigentlich nicht. Also ich denke mal, da wird demnächst ein kleiner Hotfix erscheinen. So, schauen wir mal. Haben wir es schon erledigt? Sind wir schon auf gutem Niveau? Na, fast. Okay, ich hoffe, wenn wir dann bei der Greenwood High School sind, dass wir dann tatsächlich auch den Smiley erreichen können. Bitte, bitte, bitte. Das ist eine Haltestelle, die wir noch anfahren müssen. So, und es ist 57. Die Schule geht in 3 Minuten los. Ah, das ist der andere Schulbus. Guck mal, den sehe ich ja jetzt erst. Der ist auch noch nicht da. So, na, mal gucken, wer schneller dort ist. Denn die Haltestelle wird mörzmäßig überfüllt sein. Dort fahren nämlich auch die anderen Linien noch rum. Die Standardlinien, die jetzt nicht unbedingt was mit der Schule zu tun haben. Die zwar dort halten, aber nicht unbedingt als Schulbus gelten. Und ja, wir haben es auch in der letzten Folge schon rausgefunden, wir könnten theoretisch auch jeden anderen Bus hier einsetzen. Wir könnten ja auch den Mercedes-Benz Ultra-Gelenksbus hier einsetzen, der irgendwie 20 Meter lang ist. Auch der könnte als Schulbus fungieren, aber ich glaube, da müssen wir die ganze Stadt in eine Schule bringen, dass sich das rentiert. Nee, ich bleib da lieber bei meinen Schulbussen, die sind gut erkennbar für alle. Das passt schon, dann wissen wir nämlich ganz genau, was ist eine Schulbuslinie und was nicht. Das ist schon ganz in Ordnung so, denke ich. Nur die Haltestelle ist natürlich stark genutzt. Einerseits generell, weil dort ziemlich viel los ist, weil überall ziemlich viel los ist, wo wir sind. Und andererseits, weil jetzt auch noch dort die 3 Buslinien kommen, vielleicht noch irgendwann mal eine 4., die von Gold Island dorthin fährt. Oh! Was ist denn hier los? Out of video memory. Aha. Trying to allocate a texture. Na, das ist ja lustig. Make sure your video card is the memory required memory. Willst du mich verarschen? Aha. Okay, ich gehe mal hier kurz in den Technikmodus, denke ich. Oh, guck mal, Piratenmaus ist now following. Sehr schön. So, und was passiert jetzt? Bin ich am Hauptmenü, oder? Nee, nicht im Hauptmenü, sondern im Desktop. Hallo? Mhm. Na, das ist ja spannend. Okay.